Also, willkommen zu dieser ersten Nachmittagsdiskussion. Geografisch machen wir nun einen Schwenk nach Ost-, Mitteleuropa und auch Nordeuropa. Wir fangen an mit Bulgarien und Ukraine. Ich begrüße unsere Referenten bei dieser Diskussion. Die Ukraine ist natürlich insbesondere ein besonders interessanter Fall. Mir ist bewusst, dass die Ukraine bereits im Zentrum einer Veranstaltung stand, von der Beiveranstaltung organisiert im April, hier abgehalten zum Thema Atomenergie, 30 Jahre nach dem Ereignis, nach der Explosion des Kernkraftwerkes in Tschernobyl. Ich glaube, es gibt sehr viele politische Themen, die da hineinspielen. Wenn wir uns jene Papiere anschauen, ehe wir zum Thema des Panels kommen, möchte ich mich selbst vorstellen. Ich heiße Franz Maushagen vom Institut für fortgeschrittene Nachhaltigkeitsstudien in Potsdam. Ich bin kein Umwelthistoriker mit einer Konzentration entweder auf Osteuropa oder Atomenergie. Ich bin Klimahistoriker. Klima hat aber auch sehr viel zu tun mit dem Thema der Atomenergie, der Atomkraftwerke. Wie Sie wissen, da war es sowohl in Deutschland genauso wie in Frankreich, da wurde die Atomenergie durch bestimmte Interessenverbände als die große Lösung zur Beilegung der Emissionsprobleme genannt und wirklich verkauft. Dieses Institut für Advanced Sustainability Studies war wirklich intensiv mit der Energiewende befasst. Diese Energiewende, die wir jetzt gerade in Deutschland teilweise schneller, teilweise nicht so schnell wie gewünscht vollziehen. Die Atomenergie ist erneut in diesem Zusammenhang ein großes Thema. So viel also zur knappen Einführung. Ich begrüße nun alle unsere drei Redenden. Alle drei sind ausgewiesene Fachleute für ihre jeweiligen Länder. Zwei Vorträge befassen sich mit der Ukraine. Zunächst einmal mit der Einführung unseres ersten Redners aus Bulgarien. Wenn Sie das erlauben, ich war natürlich mir nicht sicher in der Aussprache, Dr. Iwailo Christoph hat seinen Doktor an der Technischen Universität Eindhoven gemacht, in den Niederlanden 2014. Er war dort in einem Forschungsprogramm einbezogen. Dann hat er an der Universität Plovdiv in Bulgarien Forschungen durchgeführt, gestützt durch die Stiftung für Technologiegeschichte. Sie können mehr darüber in unserem Konferenz-Reader lesen. Zum Titel seiner Doktorarbeit möchte ich nur so viel sagen. Der Titel ist Die kommunistische nukleare Zeit, die bulgarische Atomgemeinschaft während des Kalten Krieges. 2007 kam die Arbeit heraus. Sie haben das Wort. Shall I present? Yeah. If you prefer to sit. No, it's better for me to be in this. First of all. Ja, also zunächst einmal meinen herzlichen Dank an die Veranstalter dieser sehr interessanten Konferenz. Ich weiß nicht, wie viele Jahre darauf gewartet, dass ich sehen kann, wie es mehr und mehr Forschungsarbeiten in diesem Bereich gibt, mehr und mehr Experten und Forschende. Und es ist schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, unsere Erfahrungen auszutauschen in Bezug auf Umwelt und Atomenergie zu diskutieren, über das, was in der Vergangenheit geschah und das, was uns die Zukunft bringen wird. Dieser Vortrag, den ich jetzt halten werde, befasst sich mit dem grünen Wandel in Bulgarien, den Dynamiken in den bulgarischen Umweltpolitiken in einer Übergangsphase. Eine Übergangsphase, und wie Sie sicherlich wissen, meine ich damit die Phase,
in der das kommunistische Regime zusammengebrochen war. Das war ein ganz, ganz großes Ereignis für alle ehemals kommunistischen Staaten. Und ich denke mal, ich sollte auf folgende Weise bei meiner Präsentation vorgehen. Hier haben wir die Struktur meiner Präsentation. Und in dem Papier, das ich ja auch in schriftlicher Form eingereicht habe, habe ich beschlossen, zunächst einmal über den Umweltschutz in Bulgarien vor der Katastrophe in Tschernobyl zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ja die Politiken verstehen, die damals schon ins Leben gerufen worden waren, die schon damals umgesetzt waren, um dann auch den Wandel verstehen zu können. Und ich denke, als kommunistisches Land hatten wir, denke ich, doch ein etwas anderes Umfeld, letztlich auch ein anderes Umfeld für Umweltbewegungen. Denn das Verhalten von normalen freien Bürgern oder der Einsatz für Bürgerrechte war damals natürlich verboten. Das durfte man nicht aufgrund der kommunistischen Politik. Und dann im zweiten Punkt meines Papers spreche ich über die umweltbezogene Opposition während dieser Übergangsphase, um zu zeigen, wie kühn sich Menschen den Regierungsentscheidungen entgegengestellt haben und was sie getan haben, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Und dann natürlich noch die Hauptfrage, nämlich wie hat dann der Unfall in Tschernobyl als Katalysator gedient und die Umweltpolitik verändert. Ja. Hier können wir sehen, wie der Umweltschutz in Bulgarien vor Tschernobyl ausgesehen hat. Im Jahr 1934 hat die bulgarische Regierung den ersten Nationalpark begründet, nämlich Vitoscha. Auf der Grundlage des Forestry Acts, also eines Gesetzes, des ersten Gesetzes auf dem Balkan zum Schutz der Wälder. Dieses erste Gesetz zum Schutz der Wälder gab es auf dem Balkan, also in Bulgarien 1934. Das war also ein erster Schritt, um die Umwelt zu schützen. Und es gab weitere Gesetze in dieser Richtung, um mehr oder weniger dem Umweltschutz zu dienen. 1936 gab es ein Dekretgesetz zum Schutz unserer Natur, wie es hieß. Dekretgesetz zum Schutz unserer Natur. Und es war jahrzehntelang ein effektives Instrument zum Schutz von Naturschutzgebieten in Bulgarien. Heißt es zumindest. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie effektiv dieses Gesetz tatsächlich war. 1956, also schon nachdem die Kommunisten die Macht ergriffen hatten, hat die Bulgarische Akademie für Wissenschaften ein Komitee für den Schutz der Natur ins Leben gerufen. Das war also die erste wissenschaftliche Institution zum Naturschutz, zum Umweltschutz in Bulgarien. Und ich behaupte, dass diese Gesetze und Institutionen trotz allem nicht sehr fortschrittlich und modern entwickelt waren. Hier haben wir das Rote Datenbuch von Bulgarien. Diese Initiative ist Ihnen wahrscheinlich nicht vertraut, aber sie wurde 1985 begründet. Und in diesem Buch findet man unter Naturschutz stehende Pflanzen und Tiere. Das heißt also alle gefährdeten Arten. Hier haben wir, wie gesagt, das Vitoscha-Gebiet, den ersten Nationalpark, das erste Umweltschutzgebiet. Das ist sehr dicht dran an der Hauptstadt. Und auf dem Bild rechts oben sieht man ja sogar schon die Betontürme, die zur Hauptstadt gehören. Wenn man in Sofia landet mit dem Flugzeug, dann sieht man kurz vor der Landung direkt neben dem Flughafen diesen Nationalpark. Und ich glaube, auf der Karte ist der Park unten sozusagen, relativ weit unten. Ja, jetzt noch ein paar Worte zu den institutionellen Schritten, die nach den 70er Jahren vom kommunistischen Regime in puncto Umweltpolitik unternommen wurden. 1976 wurde das Komitee für den Schutz der Umwelt
in eine andere Institution umgeformt, nämlich das Wissenschaftliche Koordinationszentrum für Umweltschutz. Das ist ein langer Name, Wissenschaftliches Koordinationszentrum für Umweltschutz, ein langer Name, aber letztlich war das bloß auf dem Papier von Bedeutung. Und es gab so ein Komitee, so ein Ausschuss oder so ein Zentrum hatte keine wirklichen Einflüsse auf die Umweltpolitik jener Zeit. Natürlich hat der Staat auch die Konvention für den Schutz des weltweiten kulturellen und nationalen Erbes unterschrieben, 1975, und auch die Ramsar-Konvention, das war im Jahr 1976, und das Land hat auch angefangen, in dem Rahmen der UNESCO am Interregierungs- oder Zwischenregierungsprogramm Man and Environment, Mensch und Umwelt, teilzunehmen. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem. Warum kam es zu einem Wandel ein Jahr nach Tschernobyl? Hier haben wir vier Schwächen unter dem kommunistischen Regime. Der erste Punkt, die Fünfjahrespläne zur Industrialisierung, die von der kommunistischen Regierung ausgearbeitet worden waren. Das heißt also, es gab kurzfristige Pläne zur Industrialisierung, 3 Jahre, 5 Jahre. So etwas war das Ziel damals, kurzfristig etwas zu erzielen, indem man letztlich Arbeiter und Fabriken unterstützt, kurzfristig Ziele erreicht. Das heißt also, es wurde also kurzfristig in weniger Jahre viel investiert in die Industrialisierung und die Sorge um die Umwelt blieb dabei natürlich auf der Strecke. Der nächste Punkt, der charakteristisch war für jede Zeit, ist ein Mangel an Innovationen. Wenn es an Innovationen mangelt, dann heißt es gleichzeitig auch, es mangelt an besseren, effektiveren Lösungen gegen die Verschmutzung. Das heißt also, da gab es dann zum Beispiel eine Fabrik, die in den 60er Jahren gebaut worden war und sie wurde nicht mehr verbessert. Es gab keine Innovationen. Sie hat auf die alte Art sozusagen immer weiter gearbeitet und auch dementsprechend viele Abfälle und Verschmutzung verursacht. Der dritte Punkt ist ein stark bürokratisch geprägtes System. Selbst wenn man mal etwas verändern wollte, auch nur auf dem Papier, dann war das ein ganz, ganz komplizierter Verwaltungsapparat, der daran beteiligt war. Und letztlich wurden auf die Weise alle angedachten Änderungen im Keim erstickt. Und dann der vierte Punkt, auch ganz wichtig, insbesondere für große Industrien wie zum Beispiel die Atom- oder auch die Chemieindustrie. Es gab Protektionismus. Die Regierung schützt diese Unternehmen, schützt diese Industriezweige, diese Wirtschaftssektoren und sorgt dafür, dass diese Wirtschaftsbereiche zum Beispiel von Umweltinstitutionen unterdrückt werden. Das heißt also, sie wollten dann, dass bestimmte Wirtschaftszweige frei von jeglichem Druck seitens der Umweltbewegung agieren konnten. Ja, und dann kam es zu dem Unfall in Tschernobyl. Und dieser Unfall ist natürlich eng verknüpft mit der Politik von Michail Gorbatschow von 1986 mit Glasnost und Perestroika. Aber was ich hier anmerken muss, ist, die russischen Führungspolitiker haben diesen politischen Wandel zwar angekündigt, aber, ich kann im Augenblick nur für Bulgarien sprechen, ich habe keine Forschung geleistet in anderen, in Bezug auf andere ehemals kommunistische Länder, aber jedenfalls wurde ein politischer Wandel in Moskau angekündigt, aber die bulgarische Führungsriege war nicht davon überzeugt, dass das eine gute Art von Politik wäre. Sie wollte so weitermachen wie bisher. Und genau das passierte dann auch. Das ist der erste Punkt hier auf dem Slide. Als es also in Tschernobyl zur Katastrophe kam, gab es einfach einen Informations-Blackout. Niemand hat irgendwelche Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit abgegeben, niemand hat gegenüber der Medien gesagt, welche Konsequenzen nun zu ziehen sein würden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen von jeder einzelnen Familie, von den einzelnen Bürgern. Es gab einfach nur Gerüchte, dass letztlich die Parteimitglieder wussten, wie sie sich selber und wie sie ihre Familien schützen mussten. Es gab auch innerhalb der Armee einige
Papiere, einige Anweisungen zu dem Thema, wie jeder einzelne Soldat sich schützen kann. Aber für die Bevölkerung insgesamt gab es solche Informationen nicht. Und das ist natürlich wirklich eine große Kluft, die sich da gezeigt hat, zwischen den Ankündigungen der Regierung und dem, was dann tatsächlich geschah. Und dann der zweite Punkt auf dem Slide. Da kann man sehen, dass die wissenschaftlichen Organisationen, die daran beteiligt waren, Informationen zusammenzutragen und die radioaktive Verseuchung vor Ort zu messen, die wissenschaftlichen Organisationen, die also die nötige technische Ausrüstung hatten, um zu messen, welche radioaktive Belastung von der Wolke kommt, diese Organisationen waren letztlich unterdrückt, ganz ehrlich, vom Geheimdienst. Und ja, der Geheimdienst sagte ihnen, liebe Wissenschaftler, ihr werdet diese Informationen nicht offiziell verkünden. Und aufgrund dieser inkompetenten offiziellen Politik, also in meinem Paper, das ich schriftlich eingereicht habe, habe ich noch eine stärkere, kräftigere Ausdrucksweise verwendet, aber okay. Aufgrund dieser inkompetenten offiziellen Politik seitens der Regierung verbreitete sich in der Bevölkerung ein immer stärkeres Gefühl der Radiophobie. Ich weiß noch, ich war damals noch klein, aber ich weiß, wie Erwachsene darüber gesprochen haben, was sie tun sollen, was wirklich passiert, ob wirklich eine Gefahr besteht. Und in meiner Präsentation werde ich nichts sagen zum bulgarischen Atomprogramm. Aber damals hatten wir 5 Reaktoren im Betrieb und 2 weitere waren, oder genau genommen 3 weitere, waren gerade im Bau befindlich. Und das trug natürlich zu dem sich immer weiter ausbreitenden Gefühl der Radiophobie bei. Das Interessante hier ist die Geburt der grünen Demokratie in Bulgarien ist nicht genau auf den Unfall in Tschernobyl zurückzuführen, sondern letztlich auf ein groß angelegtes rumänisches Projekt zum Bau einer Chemiefabrik auf der anderen Seite des Donauflusses, auf der bulgarischen Seite sozusagen. Da gab es eine Stadt, oder gibt es eine Stadt in Bulgarien, die heißt, also auf der bulgarischen Seite des Flusses gibt es eine Stadt, die heißt Rusel. Und die hat von der rumänischen Seite aus regelmäßig eine kräftige Dosis Fluor abbekommen aufgrund dieser Chemiefabrik in der Zeit zwischen 1981 bis 1987. Das heißt also, es gab eine große Wolke über der Donau, eine Wolke, die so stark war, dass die Luft sich gelb färbte. Und dann haben 5 Frauen beschlossen, einen Protestmarsch zu veranstalten. Auf der einen Seite des Flusses sind sie losgegangen, am Fluss entlang und dann zum Hauptgebäude der Partei. Und das war sozusagen der Beginn der grünen Bewegung. Das Problem bestand ein paar Monate fort und letztlich wurde dann die Fabrik stillgelegt. Aber innerhalb dieser kurzen Zeit, innerhalb dieser paar Monate, hat ein bulgarischer Journalist einen Film gedreht, einen Kurzfilm, mit dem Titel Breed, Brut. Und in meinem Paper beschreibe ich die Details, worum es genau geht bei diesem Film. Aber das Interessante ist letztlich, dass es in diesem Film ein Happy End gab. Und was wir hier sehen, ist ein Graph oder ein Schaubild, das uns das Ausmaß der Verschmutzung anzeigt. Ich hatte offenbar vergessen, dass aufgrund der Wolke, die vom Wind vorangetrieben wurde, Bulgarien eigentlich als eines der am stärksten bedrohten Länder betrachtet worden war. Aber egal, zurück zum Film. Der ist nicht Breed übrigens, sondern Breathe, also Atmen. Also, das war ein bulgarischer Journalist, Yuri Serov, der hat diesen Film Breathe gedreht über das Problem in der Stadt Rusel. Und 1988 erst wurde der Film dann in der Hauptstadt vorgestellt und dort erkannten die Intellektuellen dann, dass offenbar ein ernsthaftes Problem besteht. Sie haben gesehen, das ist etwas, wofür wir kämpfen sollten.
Und Peter Slabakov, ein bekannter bulgarischer Schauspieler, hat die Gründung einer Umweltbewegung namens Eko-Glasnost herbeigeführt. Mit einer öffentlichen Rede, die er abgehalten hat, mitten während einer Theateraufführung, hat er auf einmal aufgehört zu schauspielern, hat einen Zettel rausgenommen und hat diese Rede vorgetragen, mitten in der Aufführung. Und ja, die Menschen haben geklatscht. Sie wussten schon in diesem Moment, dass da jemand ist, der einen wichtigen Schritt unternimmt, in diesem Fall der Künstler. Denn die Menschen hatten Radiophobie, wie gesagt. Es gab eben einfach diese Kluft zwischen den öffentlichen offiziellen Ankündigungen seitens der Partei und dem, was wirklich vor Ort geschah. Eko-Glasnost, also diese Umweltbewegung, die sich aufgrund dieser Aktion von Peter Slabakov begründet hatte, ja, die wurde Anfang 1989 gegründet von einigen Intellektuellen. Es war ein sehr informeller Zusammenschluss, einfach ein paar Intellektuelle, die zusammengekommen sind in einem Haus, ein Gebäude irgendwo und darüber diskutiert haben, was man tun kann, was man unternehmen kann. Und gut, es gibt also auf der einen Seite Michail Gorbatschows Politik von der Glasnost, es gibt diesen Film, es gibt diese interessante Geschichte über die Chemiefabrik und wir haben insgesamt in der Bevölkerung ein schlimmes Gefühl der Radiophobie und deswegen sollten wir etwas tun. Das hat sich diese Gruppe gesagt. Und ein paar Monate später wurden Plenarsitzungen einberufen. Man hat versucht, die Organisation öffentlich registrieren zu lassen. Das wurde natürlich abgelehnt. Mit der Begründung, dass es keine zentrale Organisation geben darf, dass es nicht eine einzige Organisation geben darf, die zentral die gesamte Bürgerbewegung kontrolliert. Aber die sozialen Spannungen nahmen zu. Die Menschen wollten wissen, was geschah. Dieser Film, der gedreht worden war, wurde überall im Land verbreitet. Und als dieser Film gerade wieder in den Kinos lief oder gezeigt wurde, waren die Kinos überfüllt. Und dann kam es zu einem Marsch von 400 Menschen zum Parlament, um eine Petition einzureichen. Und 7 Tage später hat der Parteiführer seine Position verloren, musste seinen Platz räumen. Am 20. Oktober wurde zum ersten Mal öffentlich über den Unfall in Tschernobyl und seine Konsequenzen berichtet und diskutiert. Es gab also eine Diskussion über den wirklichen Zustand der Atomkraftwerke im Land und als Konsequenz aus dem Zusammenbruch des gesamten kommunistischen Regimes wurde 1991 das Komitee für Umweltschutz in das erste Umweltministerium, genau genommen das Ministerium für Umwelt und Wasser, umgeformt. Und in 4 Jahren hat dieses Ministerium dann die tiefgreifendsten Veränderungen im Rahmen der Umweltpolitik überhaupt vorgenommen. Das kann man auf diesem Foto sehen. Hier diese Demonstration. Und damit komme ich auch schon zum Abschluss. Tschernobyl am 26. April, das steht da. Und dann steht da, was machen wir? Was tun wir mit unseren Atomkraftwerken? Alle Atomkraftwerke in Bulgarien abschalten. Das fordern Sie hier auf Ihren Plakaten. Ja, also, vielen Dank. Und ich freue mich auch auf Ihre Fragen. Thank you very much, Iwailo. Vielen Dank, Iwailo Christoph. Er sprach zum Thema umweltpolitische Änderungen in der Nachfolge von Tschernobyl, vor allem nach 1989. Hier spielt natürlich die Erfahrung der Glasnost hinein und Tschernobyl ebenso. Das bringt uns zur zweiten Rednerin, denn wir werden erst nach diesen drei
Vorträgen dann die Diskussion haben. Wir gehen jetzt zunächst direkt zur zweiten Rednerin über, Tatjana Perger. Sie hat einen Doktortitel in Geschichte. Sie arbeitet jetzt am Institut für Weltgeschichte an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in der Ukraine. Darf ich Ihr Buch aus dem Jahr 2014 erwähnen, zur globalen Umweltpolitik und Ukraine? Wir haben also hier eine Expertin sowohl für die Nuklearfrage in der Ukraine und der globalen Perspektive für uns. Zunächst einmal möchte ich den Veranstaltern danken für diese Einladung zu dieser Konferenz. Für mein Land und auch für mich ist das eine große Ehre. Vielen Dank. Nun zum Titel meines Vortrages, die Auswirkung des Tschernobyl-Unglücks auf die Bildung der Protestbewegung in der Ukraine. Der Unfall in Tschernobyl im Kernkraftwerk vom 26. April 1986 gibt uns einen guten Einblick in die Art und Weise, wie Protestbewegungen in Ländern entstehen, die verschiedene Grade der Demokratie haben. Das Problem liegt in den Verhältnissen in den 1970er Jahren. Dort in den USA und einigen westeuropäischen Ländern gab es dann schon die Umweltbewegung. In Tschernobyl war das dagegen anders. Da gab es eine Auslösung einer neuen Protestbewegung. Es gab zunächst mal den Gedanken der friedlichen Nutzung der Kernenergie. In Tschernobyl, dieser Protest wurde dann Teil des Kampfes für nationale Unabhängigkeit. Die Auswirkung des Unglücks von Tschernobyl auf die Protestbewegung ist noch nicht genug erforscht worden. Jane Dawson glaubt, dass es in der Ukraine einen Antinuklearaktivismus gegeben habe. Das sei eine einfache Ersatzbewegung für Nationalismus und Opposition gegenüber der Moskau-Hörigkeit im Lande gewesen, wo offener Nationalismus noch gefährlich gewesen sei. Unserer Meinung nach ist das Spezifische an der Situation in der Ukraine darin zu sehen, dass Tschernobyl mit seinem Unglück der Katalysator für Proteste gegen das totalitäre Regime geworden ist. Das hatte tatsächlich eine entscheidende Auswirkung auf die Entwicklung einer kraftvollen Bewegung zu mehr Dezentralisierung und zum Erreichen der nationalen Unabhängigkeit. Das war bis dahin nicht geschehen. In diesem Bericht, der sich auf eine Untersuchung des Falles der Ukraine stützt, versuchen wir folgende Frage zu beantworten. Welche politischen Konsequenzen kann ein solches großflächiges Umweltunglück in totalitären Gesellschaften haben? Wir werden hier in diesem Zusammenhang die Rolle des Tschernobyl-Unglückes bei der Entfaltung der Protestbewegung und ihrer Beziehung mit dem nationalen Befreiungsgedanken führen. Wir hatten Intellektuelle, die Wissenschaftlergemeinschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen und politische Parteien sind hier in unserem Fokus. Zunächst einmal ist es notwendig, den historischen Hintergrund der Situation in der Ukraine vor diesem Unfall zu betrachten. Die Zugehörigkeit zur Sowjetunion führte zu sehr unglückseligen ökologischen Verhältnissen, eine nicht ausgewogene Industrialisierung, denn die Ukraine galt ja als der industrielle Kern der Sowjetunion, führte zu einer deutlichen Verschlimmerung der Umweltverhältnisse. Die ungesteuerte Zufälligkeit und Willkürlichkeit der Moskauer monopolistischen Ministerien mit der Zusammenwirkung der örtlichen Behörden führte zu einer ganz besonderen Beeinträchtigung und Belastungssituation für die Menschen in der Ukraine. In einigen Regionen wurde das zulässige Höchstniveau der Erd-, Wasser- und Luftverschmutzung vielfach überschritten. Die Ukraine machte nur 2,7% des Territoriums der früheren Sowjetunion aus, aber 25% der gesamten industriell erzeugten Verschmutzung waren dort konzentriert. 16 Nuklearkraftwerksblöcke mit einer Gesamtkapazität von 14.800 Megawatt waren auf 5 Kernkraftwerke verteilt. Die kommunistische Partei diktierte die politische und wirtschaftliche Steuerung der Gesellschaft, Zensur, Unterdrückung und Verfolgung aller Dissidenten.
Alle Entscheidungen, die die Entwicklung der Ukraine betrafen, wurden in Moskau getroffen. Die lokale Herrschaftselite konnte nur stillschweigend zustimmen. Dies führte zu einem erheblichen Unmut mit dem bestehenden politischen System und dem staatlichen System der UdSSR. Mitte der 80er Jahre gab es also die Voraussetzung für die Protestbewegung gegenüber dem herrschenden System. Der Hintergrund für die Entwicklung wurde durch die Perestroika gebildet, unter Führung von Michail Gorbatschow. Das Unglück von Tschernobyl zeigte den Unwillen und die Unfähigkeit der sowjetischen Behörden, auf dieses Unglück angemessen zu reagieren. Die größte Störung für die ukrainische Bevölkerung entstand dadurch, dass man versuchte, die Wahrheit über den Unfall zu verschweigen, insbesondere mit den negativen Auswirkungen für die öffentliche Gesundheit. Einige Beispiele. Zunächst mal kam die erste Bekanntmachung über den Unfall erst am Abend des 29. April. Die offiziellen Verlautbarungen sprachen von keiner Bedrohung für die Bevölkerung. Aus Tschernobyl und Pripyat wurde den Bewohnern mitgeteilt, sie würden nur für 3 Tage evakuiert. Medizinische Ratschläge hinsichtlich einer Verringerung der Strahlenbelastung wurden zu spät und unvollständig gegeben. Diese Politik führte zu Gedanken, dass nur eine unabhängige Entwicklung des Landes die Möglichkeit bieten würde, eine Entscheidung über Bau oder Nichtbau von AKWs zu treffen. In der Gesellschaft tauchten immer mehr Ansichten auf, die die Verschlimmerung der Umweltlage im Zusammenhang mit dem Funktionieren des totalitären Systems und dem kolonialistischen Gebaren des Zentrums in Verbindung brachten. Die Lösung des Tschernobyl-Problems wurde also mit der Demokratisierung der Gesellschaft verbunden. Die Erschringung der Souveränität und der vollen Selbstherrschaft, um die Probleme des Landes zu lösen. Das zeigt die Entwicklung der Dezentralisierung in der ukrainischen SSR. In der ukrainischen Realität wurde der Umweltprotest eine Art des politischen Kampfes von sozialen Akteuren im vollen politischen Bewusstsein mit der Unzufriedenheit des Systems. Die Dissidentenbewegung, die in der UdSSR und in der Ukraine stattfand, in der Zeit vor Tschernobyl, bereitete den Grund für die ersten Proteste in der Perestroika-Zeit. Kamen viele Aktivisten in die Ukraine, sie bereiteten die Bühne für die Proteste. 1987 bildeten sich die ersten informellen Gruppen, Clubs, politische und kulturelle Vereinigungen in der Ukraine. Sie wurden schnell politisiert. Im Juli 1987 gab es etwa 25 davon. 1987 wurden zum Beispiel der ukrainische Kulturclub UKK, die Löwengesellschaft, die Helsinki-Gruppe von Ukraine, die ersten informellen Organisationen, die Vereinigung Grüne Welt und Union Tschernobyl. Hier wurden politische Diskussionen mit den Aktivitäten verknüpft. Dadurch wurde auch die grüne Bewegung in der Ukraine gefördert. Damit kamen verschwiegene oder versteckte Probleme auf die Tagesordnung. 1986 kamen die ersten Initiativgruppen auf, indifferent, grüne Barmherzigkeit, Ökologie. Das war wirklich eine Reaktion auf die erhebliche Verschlechterung der Umweltbedingungen. Zum Beispiel die Gruppe Ökologische Initiative 1988 in Dnipropetrovsk in der Ukraine organisierte 350.000 Unterschriften gegen den Bau eines Kernkraftwerkes auf der Krim. 1990 bis 1991 bildete sich auf der Basis solcher Gruppen die ersten Nichtregierungsumweltorganisationen. Das bezeichnet den Beginn der Bildung der ersten zivilgesellschaftlichen Institutionen in der Ukraine. Viele von ihnen bildeten sich um Umweltthemen herum. 1988 gab es den Übergang zu den ersten Massenformen des ökologischen Protests.
Der bedeutende Umstand, dass eben eine der ersten verbotenen Versammlungen rings um ein Umweltthema sich gebildet haben. November 1988 wurde diese Veranstaltung im Nationalstadion in Kiew abgehalten. Dann sagten die KGB-Agenten, dass nur 3.000 Menschen dort seien, obwohl es etwa 20.000 Teilnehmer gab. Sowohl ökologische wie auch sozialpolitische Gruppen hatten diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Die KGB-Agenten berichteten, dass hier demagogische und nationalistische Slogans gerufen worden seien und manchmal extremistische Positionen vertreten worden seien. Auf diesen Treffen wurden viele ökologische Probleme diskutiert und sie haben dann ein Schlussdokument veröffentlicht, wo viele Umweltforderungen aufgestellt wurden. Diese Kombination von politischen und ökologischen Themen lässt sich auch in der Erklärung des Mitglieds der ukrainischen Helsinki-Union sehen. Schewtschenko, hier wurde ein Referendum gefordert, in welchem das ukrainische Volk seinen Lebenswillen bekunden wird. Das wurde dann auch eine Forderung nach der großen politischen Ruch, also Bewegung. Das war wirklich dann die große nationale Bewegung. In den späten 90er Jahren gab es eine ganze Folge von Protesten und Versammlungen durch viele Gegenden der sowjetischen Ukraine. Es war auch eine rasche Entwicklung der Umweltbewegung. Oftmals begannen diese Versammlungen mit Umweltthemen, schwenkten dann aber zu politischen Themen hinüber. Es war genau diese Perspektive dieser informellen Gruppen. Hier wurden diese Atomkraftwerke von Netischin in der Region Chmelnytsky bekämpft. Und der oberste Sowjet der Ukraine, Narodny Narada, hat dann ein Moratorium über 5 Jahre für den Bau neuer Reaktoren verabschiedet. Das wird zu Recht die Phase der Massenmobilisierung und der Konsolidierung genannt. Das Format dieser Versammlungen war wirklich die geeignete Form, um eigene Unabhängigkeit zu gewinnen. Man wollte sich Unabhängigkeit vom totalitären System schaffen. Viele fortschrittliche Intellektuellen erklärten ihre Unzufriedenheiten mit diesem diktatorischen System. In Parallele dazu waren es zwei Sektoren der Intelligenz, ja, die Schriftsteller und Naturwissenschaftler, insbesondere Physiker. Eine große Rolle spielten ukrainische Schriftsteller. Ihre Bedeutung wird durch den berühmten ukrainischen Schriftsteller Oles Gonchar bei der Eröffnung der Verfassungskonferenz der Gesellschaft der ukrainischen Sprache genannt, unter dem Titel Taras Schewtschenko. Er sagte dann, ich zitiere, die machtvolle übernationalen Behörden haben mit großer Aggressivität die nationalen Republiken behandelt, einschließlich der Ukraine. Sie haben dort sehr häufig ihre unvollkommene und oft umweltschädliche Art der Öffentlichkeitsbehandlung ausgeführt. Wir wollen jetzt sagen, es reicht, geht weg. Wir wollen in einem Rechtsstaat leben. Und das sollte für alle gelten. Die Union der ukrainischen Schriftsteller wurde gegründet. Sie haben sehr viele Petitionen verfasst. Sie können sich vorstellen, wie wichtig und wie kühn es damals war, unter den ukrainischen Umständen. Die Naturwissenschaftler leisteten keinen so umfassenden Beitrag wie die Schriftsteller, denn sie hatten nicht die Befugnis, Staatsgeheimnisse zu öffnen. 1987 hat Herr Wesinski an der Staatlichen Universität Simferopol eine Gruppe von Naturwissenschaftlern gegründet. Sie fingen die Diskussionen über das Schließen des Krim-Atomkraftwerks
Werkes begonnen. Wir haben in einer Zeitschrift einen Artikel gesehen über die nachteiligen Auswirkungen der Atomenergie. Das führte dann zu vielen Protesten, die letztlich die Forderung vertraten, viele Atomkraftwerke zu schließen. Tschernobyl also wurde erst 1990 dann zu einem echten Thema, als die ersten verlässlichen Informationen auftauchen. Das deutet darauf hin, dass die Anti-Atom-Bewegung und Anti-Tschernobyl-Bewegung ein Teil einer größeren Umweltbewegung waren, die in den späten 80er Jahren begonnen hatte. Bis 1989 war der Umweltprotest zersplittert. Dafür gibt es viele Gründe, zum Beispiel die starke Zersplitterung, die eine geringe Umweltbewusstheit in der Bevölkerung damals. Die Teilnehmer dieser Proteste waren die Intelligenzia, die Jugend, das waren auch Mitarbeiter von umweltschädlichen Unternehmen. Eine ganz unterschiedliche Gestalt gewannen das. Das konnten zum Beispiel Äußerungen von Schriftstellern, Demonstrationen, das konnten auch Streikposten sein. Es gab auch einige Organisationen von Umweltprotesten, die begannen 1989, als es eine grüne Gürtelbewegung gab, die dann sich als Vereinigung gründete. Es gab auch bestimmte Zentren der Koordination. Es ist ebenfalls ein wichtiger Trend zu vermerken, nämlich der Beginn der Politisierung der Umweltbewegung. Die ersten politischen Gestalten und Parteien, die damals gegründet wurden, verstanden das Potenzial von Umweltfragen. Sie schlossen Umweltforderungen in ihre Programme ein. Einige Beispiele dafür. Hier ganz berühmte. Manche nennen das auch eine nationalistische Organisation, die politische Partei Ruch. 1989 gegründet. Sie haben 5 Beschlüsse verabschiedet, darunter zur Souveränität und zu den nationalen Symbolen der Ukraine. Und eine dann zur Umweltlage und das andere zu den Narodici. Das zweite Beispiel bis zur Wahl des obersten Sowjets im Jahre 1989, da gab es 5 Protestierende gegen die ukrainischen Atomkraftwerke oder auf der Krim, und die wurden dann auch Mitglieder des Parlaments. Zu Beginn der 90er Jahre wurden sie Führer von verschiedenen politischen Parteien, sowohl weit rechts wie auch weit links. Die Kommunistische Partei Ruch, die Ukrainische Nationalversammlung, die Ukrainische Self-Defense Liga, also Selbstverteidigungsliga. Im September 1990 wurde auf der Grundlage der Umweltorganisation die Grüne Welt, die erste Umweltpartei, die Grüne Partei der Ukraine, gegründet. Der Führer der Partei sagte, die Partei wurde durch Tschernobyl gezeugt. Sie ist der Herold einer neuen Umweltkatastrophe. Aber die Partei wurde nicht aus Angst geboren, sondern durch Entschlossenheit, mit dem Nukleartod zu kämpfen. 1991 bis 2004 wurden 4 grüne politische Parteien in der Ukraine gegründet. Nach dem Erhalt der Unabhängigkeit 1981 entwickelte sich die Protestbewegung in der Ukraine in eine Art organisierte grüne Bewegung, die durch NGOs bzw. politische Parteien befördert wurden. Einige Schlussfolgerungen nun. In totalitären Gesellschaften gibt es einen Mangel an Zugänglichkeit zu verlässlicher Information und die Bevölkerung ist nicht imstande, die Entscheidungen zu beeinflussen. Hier konnten also Umweltunglücksfälle Proteste hervorlösen. Sicherlich war das der Fall in der Ukraine. In der Ukraine hat das Unglück von Tschernobyl einen Schwung für die Umweltbewegung verliehen. Sie wurde damit Teil einer größeren Bewegung für den nationalen und demokratischen Wandel. Damit war es also der Katalysator für eine ganze Reihe von Bewegungen zur Erlangung der Unabhängigkeit.
Damit war also das Unglück von Tschernobyl sicherlich eine Wende, denn dadurch wurde der Zusammenbruch der Sowjetunion beschleunigt, so dass die Ukraine einen neuen Entwicklungspfad beschreiten konnte. Es hatte einen Mobilisierungseffekt auf Teile der ukrainischen Gesellschaften. Dissidenten, informelle Gruppen, Intellektuelle haben sich zu zivilgesellschaftlichen Bündnissen zusammengefunden und zu politischen Parteien. Das hat dann tatsächlich zu einem Anknüpfungspunkt für eine weitere Entwicklung in der demokratischen Gesellschaft geführt. Vielen Dank, Tatjana. Ja, also Tatjana Perker und die Bedeutung des Unglücks in Tschernobyl für die Bevölkerung, den politischen Protest und die Bewegung in der Ukraine. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem dritten Sprecher, Dmytro Efremenko. Er ist der stellvertretende Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften an der Universität der Ukraine. Er hat Philosophie studiert an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Und wenn Sie sich eine lange Liste von Publikationen angucken möchten, 120 Publikationen mal sehen möchten, dann müssen Sie seine Webseite besuchen. Also, wenn Sie interessiert sind, können Sie das gerne tun. Aber, Dmytro, wir freuen uns jetzt erst einmal auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kollegen. Ich würde jetzt gerne fortfahren mit unseren Diskussionen über die politischen oder man könnte sogar sagen, geopolitischen Konsequenzen der Katastrophe von Tschernobyl. Die Katastrophe in Tschernobyl lässt sich als eines der Hauptereignisse betrachten, die letztlich zum Sturz des kommunistischen Systems der Sowjetunion führten. Die Bedeutung von Tschernobyl ergibt sich aus einer ganzen Kombination verschiedener Faktoren. Zunächst einmal hatte Tschernobyl Auswirkungen innerhalb der UdSSR, aber auch außerhalb, in ganz Europa. Dann hatte Tschernobyl eine symbolische Bedeutung, denn es stand für das Scheitern einer totalitären technologischen Kultur. Zur Katastrophe in Tschernobyl kam es ganz zu Beginn von Gorbatschows Perestroika. Hinzu kommt, dass die sowjetische Regierung zunächst einmal das Ausmaß der Krise nicht begriffen und auch entsprechend kommuniziert hat. Hinzu kommt, dass Tschernobyl auch den Ökonationalismus ausgelöst hat. Das heißt also, das Aufkommen von sozialen und politischen Bewegungen, die die Probleme des Umweltschutzes ganz eng verbunden haben mit nationalen Zielsetzungen, vor allem, wenn es darum ging, staatliche Unabhängigkeit von der UdSSR zu erlangen oder in einigen Fällen zumindest weitreichende Souveränität innerhalb der Struktur der Sowjetunion. In der Phase vor Gorbatschows Perestroika blieb die Bewegung für Umweltschutz gemeinsam mit der Bewegung zum Schutz von Kulturmonumenten, von Kulturdenkmälern in den sowjetischen Republiken eine der wenigen legalen, wenn auch begrenzten Möglichkeiten, sich gegen die strikte Zentralisierung und gegen die Parteidiktatur zu widersetzen. Politische und wirtschaftliche Veränderungen setzten 1985 ein, das war unter Michail Gorbatschow, und sie führten letztlich zu einer Krise des Staatssystems, der multinationalen Sowjetunion und schließlich 1991 zu ihrem Untergang. Letzteres war eine der ganz wesentlichen Konsequenzen dieser Veränderungen, die ich gerade beschrieben habe. Die Schwächung der politischen und ideologischen Kontrolle, die Entwicklung von Glasnost. Die Möglichkeit, über Themen zu sprechen, die bis dahin ein Tabu gewesen waren. All dies führte zu einer Zunahme von nationalen Bewegungen in den Sowjetrepubliken. Es führte gleichzeitig aber auch zu intensiveren alten und gleichzeitig auch zum Auftreten von neuen interethnischen Konflikten. In Anbetracht der beträchtlichen Unterschiede
in Bezug auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und in Bezug auf die nationale Identität der Bevölkerung in den verschiedenen Sowjetrepubliken lässt sich feststellen, dass die Dynamiken der nationalen Prozesse in den verschiedenen Regionen trotz allem relativ viele Charakteristika gemein hatten. Also, nach Tschernobyl wurde die Diskussion über Umweltschutzprobleme in den baltischen Staaten und bis zu einem gewissen Grad auch in der Ukraine eine Art Ausgangspunkt, aus dem dann mächtige, starke nationale Bewegungen hervorgegangen sind, die sich für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion eingesetzt haben. Insbesondere die litauische und die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung bezog ihre Stärke vor allen Dingen aus ihrer Einstellung gegen die Atomkraft. Einfach deswegen, weil in beiden Staaten Atomreaktoren vom Bautyp des Kraftwerks in Tschernobyl vorhanden waren. Als Ergebnis wurde der Prozess, der zunächst einmal mit moderaten Aussagen zur Unterstützung der Perestroika und der Notwendigkeit, sie auch im eigenen Land umzusetzen, nach ein paar Monaten zu einer Lawine, die der lokalen und zentralen Behörde völlig außer Kontrolle geraten war. In Estland gab es Pläne, eine Phosphorfabrik zu bauen, nicht weit von der Stadt Rakvere entfernt. Und da gab es starke Proteste der lokalen Bevölkerung. Im Jahr 1987 gab es dann viele Demonstrationen, viele Protestaktionen, die durch lokale Umweltgruppen organisiert wurden. Anfang 1988 fingen dann auch die estnischen Massenmedien an, sich mit den Problemen des Umweltschutzes in den Republiken in einem größeren politischen Kontext anzunehmen. Und im Laufe einer Fernsehsendung, die im Fernsehen übertragen wurde, hat also ein Wirtschaftswissenschaftler namens Edgar Savisaar, der ist übrigens heute der Bürgermeister der estnischen Hauptstadt Tallinn. Wie auch immer. Jedenfalls hat Savisaar in einer Fernsehsendung damals dazu aufgefordert, eine Volksfront zur Unterstützung der Perestroika in Estland ins Leben zu rufen. Das heißt also, vor den Augen der Fernsehzuschauer entstand dort eine Initiativgruppe, die am nächsten Morgen schon die Erklärung zur Erschaffung der Volksfront veröffentlichte. Und bis Mitte des Jahres 1988 war die Volksfront von Estland dann schon zur einflussreichsten politischen Kraft in der Republik geworden und vereinigte verschiedene Vertreter diverser sozialer und politischer Gruppen. Und wie Savisaar in seinem Bericht vor dem Kongress der Volksfront von Estland im Oktober 1988 ausführte, sind ungefähr 10% der Unterstützer der Volksfront gleichzeitig auch mit Umweltgruppen verbunden. Ähnliche Bewegungen gab es während derselben Zeitphase, während derselben Periode auch in Lettland und auch in Litauen. In ihren Programmen werden Fragen des Umweltschutzes als Teil der Strategie betrachtet, um sich von der UdSSR loslösen zu können. Das öffentliche Interesse in Litauen konzentrierte sich zunächst einmal auf den Betrieb des Atomkraftwerks in Ignalina. Führungskräfte der Umweltbewegungen führten damals aus, dass eine Wiederholung eines GAUs, so wie er in Tschernobyl stattgefunden hatte, für Litauen eine nationale Katastrophe bedeuten würde. Für ein kleines Land wie Litauen erst recht. Es gab einen öffentlichen Club namens Žeminas unter dem Vorsitzenden eines Mannes namens Vaišvila, der Forscher war am Institut für Physik an der Litauischen Akademie der Wissenschaften. Und dieser Club Žeminas hat Sicherheitsprobleme in diesem Atomkraftwerk untersucht und dann im Frühling und Sommer 1988 eine ganze Anzahl an Treffen, Pressekonferenzen und offenen Anhörungen organisiert, die öffentlich viel Resonanz fanden. Vertreter
der Umweltbewegung lenkten die Aufmerksamkeit auch auf die Tatsache, dass zwei Reaktoren, die gegenwärtig in Betrieb waren und die dem Bautyp von Tschernobyl entsprachen, technisch und moralisch obsolet waren und dass es 1987 eine zunehmende Zahl an unplanmäßigen oder außerplanmäßigen Abschaltungen und anderen Zwischenfällen inklusive Bränden gegeben hatte. Gleichzeitig wurde der Diskussion eine nationale Note beigefügt. Die Diskussion wurde mit der Tatsache verbunden, dass die meisten Mitarbeiter im Atomkraftwerk nicht aus Litauen stammten und vorher schon in anderen sowjetischen Atomkraftwerken tätig gewesen waren. Es wurde insbesondere festgestellt, dass es ernsthafte Probleme gab in der Stadt Snitschkus. Heute, seit 1992, heißt die Stadt Visaginas, einer Stadt, in der hauptsächlich Mitarbeiter aus dem Ignalina Atomkraftwerk lebten. Einige Vertreter der Umweltbewegung in Litauen haben sich aktiv an der Bewegung für die Perestroika beteiligt, mit dem Ziel, Unabhängigkeit zu erlangen. In Anbetracht dieses Ziels wurden ökologische Probleme, Umweltprobleme, unter anderem die Funktionsweise oder die Funktionstüchtigkeit des Atomkraftwerks Ignalina, zu Leitlinien für die Shayudish, eine weitere Umweltbewegung. Und eine der wichtigsten Aktionen von Shayudish war die Organisation eines sogenannten Ring of Life, eines Rings des Lebens, am 17. September 1988. Im Rahmen dieser Veranstaltung bildeten Tausende von Menschen eine Menschenkette um die Gebäude des Atomkraftwerks Ignalina. Und das Hauptziel dieser Aktion war, gegen die Pläne zu demonstrieren, einen neuen dritten Reaktor innerhalb des Atomkraftwerks Ignalina zu errichten. Und es ging auch darum, die internationalen Experten und ihre Kommission dazu aufzufordern, die Funktionstüchtigkeit der gegenwärtig in Betrieb befindlichen Reaktoren neu zu evaluieren. Mehr als 20.000 Menschen nahmen an dieser Aktion teil und sie fand statt, obwohl sie eigentlich von den lokalen Behörden nicht genehmigt worden war. Der Erfolg dieser gewaltfreien Protestaktion bestätigte noch einmal, dass Shayudish zur einflussreichsten politischen Macht in Litauen geworden war und in der Lage war, sich sowohl der lokalen kommunistischen Partei als auch dem Zentrum der Union entgegenzustellen. Nun zu Lettland. Auch hier verband sich die Umweltbewegung mit der Bewegung für eine nationale Unabhängigkeit. Schon 1987 wurde das seit langem bestehende Projekt für den Bau eines Wasserkraftwerks am Fluss Daugava endgültig abgelehnt, und zwar auf der Grundlage einer Expertise über die Umwelteinflüsse dieses Kraftwerks. Es kam zu ernsthaften Diskussionen über die wirtschaftlichen Konsequenzen und auch über die Funktionsweise und Funktionstüchtigkeit einer Papierfabrik in Sloka, sowie über die petrochemische Anlage in Ventspils und über die Wasserqualität im Golf von Riga und im Baltischen Meer. Später wurden Anforderungen entwickelt in Bezug auf Umweltschutz und wurden dann in das Programm der Volksfront von Lettland eingebaut. Und dieses Programm zielte vor allen Dingen auch darauf ab, staatliche Unabhängigkeit zu erlangen, was wiederum als Grundlage für die Lösung größerer Umweltprobleme gehalten wurde. Ökonationalismus wurde in den baltischen Republiken vollständig entwickelt und eben genau da, wo seine Rolle dann für die Bildung von nationalen Bewegungen für Unabhängigkeit sehr groß war. Gleichzeitig nahmen Vertreter aus Lettland, Litauen und Estland an der Arbeit des neuen UdSSR-Parlaments teil. Und dies lenkte die Aufmerksamkeit auch sehr stark auf das Thema Umweltschutz. Später wurde ihnen insgesamt in der Union sehr viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Und insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema der Institutionalisierung, zum Beispiel mit der Gründung des Unionskomitees für Umweltschutz. Also die Umweltprobleme, die von den Vertretern der baltischen Republiken auf die Tagesordnung gesetzt worden waren,
stimmten in weiten Teilen mit den Forderungen von Umweltgruppen in Russland und anderen Republiken der UdSSR überein. Die meisten Umweltgruppen in Russland sahen ein souveränes Russland als organischer Teil der UdSSR sehr positiv. Dies wurde auch von Boris Jelzin und seinen Befürwortern unterstützt, die dann wiederum letztlich auch bis zu einem gewissen Grad dem baltischen Beispiel gefolgt sind. Die Umweltbewegungen haben auch in anderen Sowjetrepubliken Unabhängigkeit gefordert, wenn auch nicht ganz so ausführlich und eindeutig wie in den baltischen Republiken. Zum Beispiel für die Weißrussische Volksfront und für die ukrainische RUG sah es eben auch so aus, dass wichtige Umweltprobleme mit der Zukunft der Bevölkerung von Weißrussland und der Ukraine eng verbunden waren. Und Tschernobyl spielt ja eine wichtige Rolle. Genau wie Sajudusch und die Volksfront von Belarus und auch RUG in der Ukraine gab es viele Organisationen, die sehr eng verbunden waren mit einem Kampf gegen Atomkraftwerke, aber sie haben ihre Forderungen zum sofortigen Schluss der Atomkraftwerke aufgegeben. Die Volksfront von Belarus wurde, also von Weißrussland, wurde ohnehin nicht zu einer Massenbewegung, zumindest nicht so wie in den baltischen Staaten. Und die ukrainische RUG war vor allen Dingen einflussreich in den westlichen Regionen der Ukraine und in Kiew. Aber das Desaster in Tschernobyl führte dazu, dass Gesellschaften, Stiftungen und Bewegungen ins Leben gerufen wurden, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von Tschernobyl zu lenken und um auf Unabhängigkeit zu drängen. Die umweltbezogenen Forderungen nach Tschernobyl standen darin, dass man keine neuen Reaktoren vom Typ Tschernobyl bauen sollte, dass man den Umweltschutz wirklich in der Öffentlichkeit diskutieren sollte. Und diese Forderungen wurden von Mitgliedern verschiedener Parteien tatsächlich unterstützt. Keine ernstzunehmende politische Kraft in Weißrussland und der Ukraine, von Unterstützern der Unabhängigkeit bis hin zu den Befürwortern eines gemeinsamen Vereinigten russischen Staates, konnte diese Forderungen einfach ignorieren. Und jetzt noch ein paar Worte zum Thema Armenien. Es ist ja allgemein bekannt, dass der Konflikt in Bergkarabach, also zwischen Aserbaidschan und Armenien, seinen Anfang nahm, als Vertreter der armenischen Öffentlichkeit eine Zahl von Umweltbelangen forderte. Ein paar Tage später waren diese umweltbezogenen Forderungen schon längst in den Hintergrund getreten und das Hauptproblem des politischen Kampfes bestand im Schicksal von Nagorno-Karabach, von Bergkarabach, von dieser Enklave. Gleichzeitig gab es als ganz offensichtliche Konzessionsentscheidung für die nationale Bewegung den Beschluss, dass man das Kraftwerk in Metsamor in der Nähe von Jerewan 1988 stilllegte. Der Hauptgrund war allerdings, dass man Angst hatte, es könnte ein Erdbeben geben, das einen Unfall verursachen könnte, vergleichbar mit Tschernobyl. Und wie Sie wissen, hat es ja im Dezember 1988 auch tatsächlich ein verheerendes Erdbeben in Armenien gegeben. Wie auch immer, die Blockade seitens Aserbaidschans führte letztlich zum Karabach-Konflikt und so war die armenische Regierung gezwungen, das Atomkraftwerk wieder zu reaktivieren und die Betreibung oder den Betrieb dem russischen Ministerium für Atomenergie zu übertragen. Einige Symptome des Ökonationalismus waren auch in Kasachstan zu beobachten, insbesondere im Zusammenhang mit der Einrichtung von Nevada Semipalatinsk, einer NRO, die im Jahr 1989 begründet wurde. Die Anführer dieser Organisation forderten ein Einstellen von Atomtests und eine Schließung von Semipalatinsk. Und hier trat tatsächlich insbesondere ein Dichter namens O. Suleymanov hervor, ein kasachischer Dichter. Und die Bewegung Nevada Semipalatinsk hat keine weitreichenden Forderungen nach Unabhängigkeit gestellt,
Aber einige Ideen über einen unabhängigen Staat Kasachstan wurden trotzdem von dieser Bewegung zunächst als erstes formuliert und führten letztlich zur Unabhängigkeit im Jahr 1991. Und noch ein paar abschließende Bemerkungen. Das Phänomen des Ökonationalismus hatte eine große historische Bedeutung. Es trat zunächst einmal aufgrund der Systemkrise in der Sowjetunion auf und hinzu kam eine Synergie der immer schwereren Umweltprobleme, ein Aufkommen von nationalen Bewegungen und eine Unfähigkeit, weiter zu regieren mit den bisherigen Kommandostrukturen. Ökonationalismus war ein Symptom und gleichzeitig war es auch ein neuer Impuls, der zur Auflösung der ehemaligen Vereinigten Sowjetunion führte. Und man muss auch hinzufügen, dass eine Verbindung von nationalen und Umweltbewegungen letztlich zu einer zentralen vereinigten Bewegung wurde, die letzten Jahre der UdSSR einläutete. Und als dann die grundlegenden nationalen Forderungen erfüllt waren, haben sich die meisten Gruppen dann wieder ausschließlich Umweltthemen zugewandt, auch wenn man bis heute davon sprechen kann, dass es immer noch einen gewissen trägen Ökonationalismus in den Umweltbewegungen in den seit neuem unabhängigen Staaten gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, Dimitri. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich eine breite Palette an Ländern abgedeckt, von Bulgarien über Ukraine bis nach Belarus und erneut Ukraine, die haben Sie ebenfalls erwähnt, die baltischen Länder, Kasachstan wurde erwähnt. Wir haben also wirklich einen umfassenden Überblick über die geografischen beteiligten Gebiete. Ich möchte nun das Wort unserer Kommentatorin geben. Barbara Kolesi ist Professorin für Zeitgeschichte und Weltgeschichte an der Universität in Turin und ich möchte mich jetzt nicht mit einer langen Vorstellung aufhalten. Mit ihrem Sachverstand zur Weltgeschichte wird sie sicherlich einige dieser Dimensionen noch aufschlüsseln können. Wie das dann auch im Vergleich abschneidet, wenn man die globale Perspektive nimmt. Ich bin sehr gespannt darauf, was Sie zu sagen haben. Vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich den Veranstaltern dieser Konferenz danken. Jana, Christoph und Henrik, Annika, für die Organisation dieser Veranstaltung und für die warmherzige Aufnahme hier in Berlin. Übrigens sind das vielleicht mehr als Kommentare. Ich möchte einige weitere Denkanstöße liefern, die durch diese hochinteressanten drei Vorträge angeregt sind, von denen ich viel gelernt habe. Zunächst einmal ergibt es sich dann, es gibt eine allgemeine Übereinstimmung zur Funktion Chernobyls, zur Beförderung, Auslösung, Katalysierung der zusätzlichen Umweltproteste, die dann auch in politische Proteste umgeschlagen sind, die in Osteuropa und in den ehemaligen Sowjetrepubliken als Hebel, auch als Auslöser für eine zunehmende Demokratisierung der innenpolitischen Verhältnisse und auch für eine größere nationale Unabhängigkeit genutzt wurden. Dadurch wurde eine ganze Reihe von Dynamiken ausgelöst, die dann zum Zusammenbruch der kommunistischen Regime führen. Alle drei Vorträge dieses Panels sind entschieden in diesem Punkt und überzeugend machen Sie dieses Argument stark, dass es eine enge Verbindung zwischen dem Tschernobyl-Desaster der Demokratisierungsbewegungen oder der Grünen Bewegung im Falle Bulgariens oder diesem Antinuklearkampf in der Ukraine, wie es Tetjana sagte. Es scheint auch eine Gemeinsamkeit sowohl in den Vorträgen wie auch in den anderen Vorträgen, die wir bisher heute gehört haben, also dazu, dass das Nuklearthema oder die Atomangst tatsächlich ein Hebel war, aber nicht die einzige oder das bestimmende Geschehen vor Ort war.
Diese Proteste richteten sich nicht notwendigerweise gegen Atomenergie als sonst. Das Atomthema war vielmehr imstande, eine ganze Reihe weiterer politischer Fragen auszulösen, wie es zum Teil auch im Westen geschehen war. Es ist interessant festzustellen, wie Ivailo auch herausstellte, dass Umweltproteste in Bulgarien bereits in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen. Das bestätigt, dass sowohl im Westen wie im Osten der Protest als politische Kraft im breitesten Sinne zu gelten hatte. Ein Protest, der sich letztlich auch auf die Beziehung zwischen den örtlichen politischen Mächten und dem System insgesamt richtete. Selbstverständlich hatte das ganz unterschiedliche Bedeutungen und Implikationen im Osten wie im Westen. Dennoch war eine gewisse Nachwirkung dieses langen 68 zu spüren. Tetjana sagt es, das war Teil des Widerstandes gegenüber dem totalitären System. In beiden Fällen, im Osten wie im Westen, haben wir es zu tun, wie Dimitri auch herausgearbeitet hat, mit langfristig verlaufenden Wandlungssymptomen, statt eher mit der unmittelbaren Wirkungen der Tschernobyl-Katastrophe. Das bestätigt meiner Meinung nach, wie stark doch die Nuklearproteste eine ganz entscheidende Schaltstelle der Proteste waren, mit weitreichenden politischen Konsequenzen. Dadurch konnte der Anti-Atom-Protest wirklich auch den eisernen Vorhang durchschneiden, wenn auch mit politisch ganz unterschiedlichen Vorzeichen und auch Auswirkungen. Dies vorausgeschickt, lassen Sie mich doch einige gemeinsame Leitlinien dieser drei Vorträge herausarbeiten. Sie entsprechen einer Art von größeren historiografischen und methodischen Blickrichtung, die mich interessiert. Die erste Grundlinie betrifft die Politisierung der Umwelt. Wie können wir erklären, warum es so geschieht, dass die Umwelt als Demokratisierungsthema gilt? Natürlich ist es das Thema der Gesundheit des Menschen und eine geradezu bequeme Kritik der zutiefst undemokratischen Natur der Atomkraft. Tschernobyl verstärkte nicht nur die Erfahrung der Unfähigkeit des kommunistischen Systems, die Bürger zu schützen, sondern auch die Ignoranz gegenüber dem Schutzbedürfnis der Bürger. Etwas, von dem wir wissen, dass es erneut stark unterstrichen wird in allen drei Vorträgen. Was erneut deutlich hervortritt, ist die Art, wie Umweltthemen als eine Art Schrittstufe für eine neue politische Sichtbarkeit der Zivilgesellschaft gesehen werden und auch genutzt worden ist. Das gilt selbstverständlich im Westen, aber vor allem trifft es auf den Osten und die Sowjetunion zu. Wir haben also die höhere Sichtbarkeit im Vergleich zum versteckten Dissens, zur heimlichen Opposition. Ich denke, das ist wirklich ein Schlüssel zum Verständnis dieser Dynamik. Der zweite gemeinsame Nenner, den ich nennen möchte, ist die Verbindung zwischen dem Umweltprotest, seiner grenzüberschreitenden Natur und der Art, wie er das Gefühl für die Nation, Nationalismus und auch Ökonationalismus befördert hat. Das wurde insbesondere im Vortrag von Dimitri herausgearbeitet. Der Ökonationalismus ist, um Tetjana zu zitieren, Teil des Kampfes um nationale Unabhängigkeit geworden. Wir haben hier ein typisches grenzüberschreitendes Problem, das als ein Werkzeug des Nationalismus verwendet wird. Einerseits ergeben sich dadurch Fragen, methodische Fragen über die tatsächliche transnationale Natur des Anti-AKW-Stromes und dieser Bewegung.
Sie sprach es ja an. Diese grenzüberschreitenden Proteste haben teilweise selbstverständlich innenpolitischen Inhalt. Und das ist wahrscheinlich die Besonderheit im osteuropäischen Kontext, das hat Tetjana herausgearbeitet, der Anti-AKW-Proteststurm hat eine Art Ersatzfunktion ausgeübt für nationalistische Bestrebungen, als nationale Erwägungen dann besonders heikel, gefährdet oder sogar gefährlich waren. Man fragt mich, vielleicht könnte man sogar methodisch diese Tatsache betrachten, dass Ökonationalismus der Effekt, die Produkt einer grenzüberschreitenden neuen Umweltbewusstheit war, der wirklich alle Grenzen überschritt seit den 70er Jahren insbesondere. Das unterstreicht Iwailo im Falle Bulgariens. Diese beiden Dynamiken, die nicht wirklich im Widerspruch zueinander stehen, sondern sogar im Gegensatz dazu einander stärken und koexistierten, da hat ja auch erneut Iwailo diese katalytische Wirkung dieser unterschiedlichen Dynamiken herausgearbeitet. Wie würden Sie nun Ihre Arbeiten, Ihre Studien in diesen breiteren, sozusagen methodologischen Rahmen der transnationalen Fragen und der dann daraus erfolgenden nationalen Befindlichkeit herstellen? Und der dritte Punkt, den ich herausarbeiten möchte, ist die Rolle der Glasnost. Glasnost ermöglichte doch diese Proteste überhaupt. Während der Protest selbst ein Bestandteil, eine Komponente der Glasnost war, er forderte mehr Glasnost, also mehr Transparenz. Das tritt ganz deutlich hervor in allen drei Vorträgen. Tetjana sagte ja, die Perestroika sei die Voraussetzung für die ukrainische Anti-AKW-Bewegung gewesen. Zum Beispiel durch die Entlassung der Dissidenten aus den Gefängnissen. Erst dadurch waren sie imstande, aktive Rollen im Protest zu übernehmen. Erst Glasnost ist ja übrigens eine bulgarische Nichtregierungsorganisation, deren politische Entwicklung hat sich dann nach und nach entwickelt, nach 1989 entwickelt. Iwailo hat das ja dann herausgearbeitet, wie das nach und nach einmündete in diesen breiteren politischen Protest und leistete so einen entscheidenden Beitrag zum Fall des kommunistischen Regimes in Bulgarien. Dieser geistige Widerstand übernahm auch eine Führungsrolle im Protest. Abgesehen vom Fall der Ukraine ist es mir nicht so klar, bis zu welchem Umfang diese Führungsrolle im Protest auch zu einer Führungsrolle in der politischen Übergangsgesellschaft nach dem Kommunismus führte, zum Beispiel auch in anderen Ländern wie etwa Bulgarien oder in anderen sozialistischen Republiken, von denen ja Dmitri sprach. Was geschieht als nächstes? Wohin gelangten sie danach? Es wäre hochinteressant, hier einen Vergleich anzustellen mit dem, was im Westen geschah, in Beziehung auf die Anti-AKW-Bewegungen und ihre Führerschaft. Ein weiterer Punkt, den es hier anzusprechen gilt, ist, dass es heute so aussieht, als gäbe es praktisch keine Opposition gegenüber lokalen Kräften. Auch in solchen Gegenden, wo eine starke Belastung durch Strahlen festzustellen, in der Ukraine, in Belarus, sieht es vielmehr ganz im Gegenteil so aus, dass die Nuklearenergie eine Art Garantie für energiepolitische Unabhängigkeit von Russland vor allem sei. Scheint das also wirklich zu bestätigen, bis zu welchem Umfang die Umweltbewegung in diesen Staaten relativ wenig mit Umweltfragen zu tun hatte und dass es eigentlich eher eine politische Priorität in jenen Ländern genoss, unabhängig davon, dass es Umweltängste und Umweltbesorgnisse gibt? Das ist meine Frage. Ist die Abhängigkeit von Russland schlimmer als die Strahlenbelastung?
Ein dritter und abschließender Punkt, das Thema der Technologie. Das Thema der veralteten sowjetischen Nukleartechnik als Sinnbild des Versagens des sowjetischen Systems. Zugleich aber auch, und das wurde auch gesagt, als typische oder ideologisch typische Ausdrucksform des technokratischen autoritären Regierungshandels in solchen autoritär durchregierten Gesellschaften, verstärkt durch das sowjetische System. Es war wohl nicht nur eine Frage der umweltpolitischen Mündigkeit. Es ging darüber hinaus. Tschernobyl war ja, wie Sie in Ihren Darträgen gezeigt haben, ein Beweis für das unmenschliche Antlitz des Systems, die Arroganz, die Dummheit des Systems, welches dann letztlich auch dazu führte, dass dieses System Haftigkeit des Warschauer Paktes sich selbst zerstörte. Diese patriarchalische Definition des Schutzes konnte nicht durchgehalten werden. Also sowohl in der Sowjetunion wie in Bulgarien änderten sich die Dinge. Diese autoritäre, starre Regierungsführung wurde durch schwache Kommunikation, durch starre Kommunikation noch befördert. All das unterstreicht noch die Wichtigkeit der Kommunikation, das Fehlen der Offenheit, die Unfähigkeit, die Wahrheit zu sagen, die stets Hand in Hand gehen mit dem kommunistischen System. Tschernobyl hat sozusagen einen politischen Schritt voran in diesem politischen Bewusstwerdungsprozess beigesteuert und hat dazu beigetragen, dass der Kommunismus noch weiter diskreditiert wurde. Also erneut ist mein Abschluss eine Frage, was geschah dann? War also die ukrainische Erfahrung im Gefolge der Tschernobyl-Katastrophe wirklich nur kurzfristig oder war es wirklich hilfreich im Erzielen größerer Transparenz, während es zum Übergang in den Postkommunismus folgte? Vielen Dank. Vielen Dank, Barbara. Ja, vielen Dank für diese Einblicke und Kommentare, Barbara. Und ich denke, ich kann die Fragen natürlich auch gleich wieder ans Podium zurückgeben. Aber bitte fassen Sie sich ein bisschen kurz. Vielleicht kann einfach jeder nur auf einen der Punkte reagieren, die Barbara angesprochen hat. Vielleicht auf den Punkt jeweils, der Ihre Präsentation am stärksten betrifft. Und danach sind wir dann nämlich auch zum Glück in der Lage, mal das Publikum mit einzubeziehen. Möglichst bald sollte das passieren in unserer Diskussion. Also zum Beispiel gab es ja die Frage über Ökonationalismus und den Konflikt zwischen transnationalen Tendenzen und dem Nationalismus. Das ist ganz offensichtlich eine Frage an Dimitri. Also vielleicht können Sie eine der Fragen rausgreifen und kurz darauf eingehen. Ja, okay. Also vielleicht fange ich an. Was kam als nächstes? Was geschah als nächstes? Das ist ganz interessant. Als Eko Glasnost zu einer politischen Partei wurde, hat sie sich aufgelöst. Einige der Parteiführer wollten die grüne Idee beibehalten, andere Führungskräfte in der Partei interessierten sich mehr für demokratisches Gedankengut. Das ist eine schwierige Frage. Letztlich hängt das zusammen mit den Biografien der Parteimitglieder, der Politiker, um zu verstehen, wie diese grüne Bewegung nicht wirklich nationalistisch wurde in diesem Fall. Das nicht, aber zumindest einfach eine ganz normale demokratische Bewegung. Das ist letztlich passiert. Als nächstes. Was die Ukraine betrifft. Nachdem sie 1991 Unabhängigkeit erlangte, war die Umweltbewegung in der Ukraine, wie kann ich das ausdrücken? Ja, sie wurde letztlich Teil einer größeren Bürgerbewegung innerhalb der Ukraine, war aber nicht besonders beliebt in der Ukraine damals. Zunächst einmal, weil es eine sehr schwere Zeit war. Es war eine schwere Zeit für die Entwicklung des Landes. Es gab viele soziale, gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Probleme. Und aus diesem Grunde waren die Umweltbelange letztlich nicht mehr ganz oben auf der Agenda. Und der einzige Erfolg der Grünen Partei war 1998
als sie sich ein paar Plätze im Parlament sichern konnte. Aber sie hat letztlich ihre Pflichten nicht erfüllt, nicht das getan, was erwartet wurde. Und die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine glaubten dann letztlich nicht mehr an die Grüne Partei. Und deswegen spielt die Grüne Partei keine Führungsrolle im Augenblick mehr. Und auch die Grüne Bewegung insgesamt ist dezentralisiert. Sie besteht wirklich aus einzelnen lokalen Gruppen, die ab und zu mal Aktionen durchführen. Und was die Protestbewegung insgesamt betrifft, kann man sagen, die Grünen gehören nicht zu den stärksten, oder die Umweltbewegung gehören nicht zu den stärksten Protestbewegungen in der Ukraine der Gegenwart. Eine Tendenz, die ich beschreiben kann, ist, dass wir zurzeit eine ganz besondere Situation haben. Es entstehen nämlich gerade wieder solche informellen Gruppen, sehr, sehr lokal organisiert, die sich mit ganz lokalen Problemen auseinandersetzen. Zum Beispiel, wenn es Pläne gibt, irgendwo Bäume abzuholzen, dann gibt es Bürgerbewegungen dagegen. Das sind kleine, lokale Protestgruppen. Und das ist ja zurzeit die Situation in der Ukraine. Und ansonsten findet in der Ukraine zurzeit in der Hinsicht in Bezug auf Protestbewegungen nichts wirklich statt. Also zunächst einmal, Barbara, du hattest mit deinem Kommentar absolut recht. Methodologisch und auch substanziell betrachtet gibt es einen Widerspruch zwischen transnationalen Ansätzen im Einsatz gegen Atomkraft auf der einen Seite und nationalen Bestrebungen auf der anderen Seite, auch dem nationalen Rahmen, in dem sich die Unabhängigkeitsbewegungen orientieren. Ich denke, dass das Phänomen des Ökonationalismus nicht nur in multiethnischen Ländern zu beobachten ist, die sich in einem totalitären politischen Kontext befinden. Symptome des Ökonationalismus können vielmehr in vielen anderen multiethnischen Staaten ebenfalls stattfinden, auch wenn es kein totalitäres Regime gibt, auch in autoritären Staaten oder selbst in Demokratien. Da gibt es zum Beispiel in Indien Proteste gegen Kutankulam, das Atomkraftwerk, gibt es Proteste. Das ist ein ganz interessanter Fall. Es ist ganz wichtig zu betonen, dass das Phänomen des Ökonationalismus sich nicht nur aus Problemen in der Beziehung zwischen Mensch und Natur herleitet, sondern auch aus interethnischen Problemen oder aus Problemen in den Beziehungen zwischen dem Staat und ethnischen Minderheiten. Mit anderen Worten, Ökonationalismus ist nicht nur ein Teil der sowjetischen Vergangenheiten. Man kann nicht ausschließen, dass es neue Manifestationen des Ökonationalismus Nationalismus in Russland und auch in anderen Ländern gibt. Ja, und jetzt möchte ich gerne auch Beiträge aus dem Publikum entgegennehmen. Ich glaube, hier vorne gibt es schon die erste Frage. Bitte schön. Vielleicht können wir erstmal ein paar Fragen sammeln. Ja, ich habe eine Frage in Bezug auf die Ukraine. Warum wurde die Ukraine dann tatsächlich immer stärker mit Atomenergie ausgestattet nach Tschernobyl und nach der Unabhängigkeit? Inzwischen liegt der Anteil der Atomkraft in der Ukraine höher als in Belgien, fast so hoch wie in Frankreich. Hängt das damit zusammen, dass man technologische Referenzprojekte, Prestigeprojekte durchführen möchte, ähnlich wie man das in der Sowjetunion getan hat? Ist das sozusagen eine Fortsetzung dieser Geschichte jetzt in der Ukraine? Ich beschäftige mich wissenschaftlich sehr viel mit der Ukraine und das ist eben eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Und die zweite Frage betrifft eigentlich uns alle. Könnte man solche Fälle, wie zum Beispiel auch Gorleben in Deutschland, tatsächlich als deutschen Ökonationalismus bezeichnen? Denn viele Motive, viele Faktoren scheinen ähnlich zu sein, im Zusammenhang mit Gorleben zum Beispiel.
Zum Beispiel gibt es aber auch Diskussionen um die Verbindung zwischen Mensch und Umwelt. Es gibt auch eine Art Romantisierung, eine Romantisierung der Natur, die Rolle des Waldes, das Bild des Waldes in Deutschland. Ja, das ist eine offene Frage, die ich zur Diskussion stellen wollte. Wir sprechen ja hier über Osteuropa und sprechen über die Verbindung zwischen Ökobewegung und nationaler Bewegung. Und deswegen dachte ich mir mal, vielleicht können wir uns auch selber mal in den Spiegel schauen und selber im Spiegel angucken und uns Deutschen dieselbe Frage stellen. Ja, das ist vielleicht eine, zumindest die erste Frage ist sehr spezifisch. Vielleicht möchten Sie darauf antworten, Tatjana. Ja, zur ersten Frage über die Situation in der Ukraine kann ich vielleicht ein paar Worte sagen. Ich fürchte, meine Antwort wird, also zumindest, die Frage war ja letztlich, warum wir jetzt so viel auf Atomenergie setzen in der Ukraine. Das heißt also, es gibt jetzt seit 20 Jahren diese umfassenden politischen, oder diese, es gab gibt umfassende Bürgerrechte für die Bürger in der Ukraine. Es gibt aber auch eine starke politische Rechte, die nichts wirklich verändern möchte. Denn wenn man etwas verändert im Energiesektor, dann muss man in erneuerbare Energien investieren, in andere Energiequellen. Und seit über 20 Jahren, seit ungefähr 25 Jahren, möchte keine ukrainische Regierung diese Investitionen im Energiebereich vornehmen. Das ist ein Grund, warum wir nach wie vor so stark auf Atomkraft setzen. Dazu kommt, dass wir in den Regionen eine hohe Beschäftigtenzahl erreicht haben. Wenn man nun aber die Atomkraftwerke stilllegt, ja, dann werden die Angestellten dort eben auch arbeitslos. Das ist ein weiterer Punkt. Und die Sache ist auch die, dass die Tschernobyl-Bewegung in der Ukraine keine Bewegung gegen Atomkraft im Allgemeinen ist, sondern es ist eine Bewegung für die sozialen Rechte und für die Belange und für eine Entschädigung der Menschen, die sich in Tschernobyl engagiert haben. Darum geht es. Es geht nicht so sehr allgemein gegen Atomkraft in dieser Bewegung. Und ich denke, dass die Ukraine etwas unternehmen sollte, um den Atombereich zu überarbeiten, um ihn zu verändern. Und der erste Schritt besteht darin, und das wurde jetzt vor ein paar Tagen auch unternommen, in Form dieses Sarkophags über dem früheren Atomkraftwerk. Und zugleich wurde ein Projekt in der Ukraine, nur 10 Kilometer von Tschernobyl, gestartet, um dort ein Kraftwerk für erneuerbare Energien zu bauen. Und ich hoffe, dass sich insgesamt in den nächsten 10 oder vielleicht auch 20 Jahren weitere solche Veränderungen vollziehen werden. Das ist meine Hoffnung. Es tut mir leid, ich kann das schwer ausdrücken auf Englisch, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Möchte jemand etwas? Ja, ich möchte etwas zur zweiten Frage sagen. Ich glaube, dass es keine allgemeine Bewegung zum Umweltschutz geben. Ich denke mal, es gab auch schon früher viele Menschen, die den Wald liebten, die Natur lebten, die Umwelt liebten und sich dort gerne aufhielten. Und für diese Menschen war die Umwelt schon immer etwas, was wir schützen sollten. Es ist ja kein Zufall, dass ich in meiner Präsentation zuerst über frühere Gesetze und alte Umweltschutzmaßnahmen gesprochen habe. Diese Einstellung gab es also auch schon vorher. Und dann kam eben der Wendepunkt, als grundlegende Menschenrechte verletzt wurden. Das heißt, ich denke, das ist etwas anderes. Es geht darum, frei zu sein. Es geht darum, nicht gefährdet und bedroht zu werden. Und nicht so sehr darum, grün zu sein. Das ist zumindest eine Hypothese, die ich habe, eine Theorie, die ich habe. Vielleicht hat sich das Ganze deswegen nach 1991 in etwas Politischeres verwandelt, wie wir es in der Ukraine und auch in Bulgarien beobachten können. Ja, aber ich denke, wenn man einmal den deutschen Fall heranzieht, das war ja auch Teil der zweiten Frage, die ihm gerade gestellt wurde, mit der Situation, also wenn man das in den deutschen Teil vergleicht mit der Situation in den ehemaligen Sowjetrepubliken, im ehemaligen Osteuropa, ich denke mal, da gibt es einen beträchtlichen Unterschied, denn in der ehemaligen Sowjetunion gab es ein imperialistisches Reich,
dass anderen Staaten keine Unabhängigkeit gewähren wollten. Und dadurch kam es dann eben zu diesen nationalen Bewegungen in den Republiken. Und das hat etwas mit Ihrer Antwort auf die erste Frage vorhin zu tun. Es ging gar nicht so sehr um den Energiebereich, es ging gar nicht so sehr um die Gefahr, die von Atomkraftwerken ausging, sondern es ging darum, die Bevölkerungen vor Ort zu schützen, Bevölkerungen, die protestiert haben, weil sie eben nicht beachtet wurden. Und das ist auch ein interessanter Gedanke, den Sie gerade vorgetragen haben in Ihrer Frage, nämlich ob man diesen Begriff des Ökonationalismus vielleicht auch auf andere Regionen oder auf andere Länder wie Deutschland übertragen kann. Aber ich denke mal, in diesem besonderen Kontext, von dem wir heute in diesem Panel gehört haben, hat der Begriff Ökonationalismus natürlich auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Dann haben wir eine Frage dort drüben von Eva Quistorp. Ja, Eva Quistorp, ich bin sehr beeindruckt durch die Vorträge, die wir hier gehört haben. Und letztlich habe ich auch Teile meiner eigenen Vergangenheit wieder vor meinen Augen gesehen. Ich wollte aber fragen, warum bei dieser Konferenz oder in diesen Präsentationen nicht die Verbindung und die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg und über den eisernen Vorhang hinweg berücksichtigt wurden. Vielleicht gab es nicht genug Zeit, um darüber zu sprechen, aber ich weiß, dass es auch in Westeuropa und in Westdeutschland für die Anti-Atom-Bewegung wichtig war, Verbindungen zu haben nach Frankreich und insbesondere auch nach Kalifornien und sogar bis hin nach Argentinien. Und wir werden das ja morgen hören, aber ich denke mal, es ist auch ganz klar, dass die Umweltbewegung in Ostdeutschland letztlich auch viel aus dem westdeutschen Fernsehen gelernt hat, aber nicht nur dort, sondern auch durch Untergrundaktivitäten, Schmuggel und so weiter. Und auf diese Weise konnten wir dann eine gemeinsame Vision entwickeln in Ost und West. Aber es wäre einfach sehr interessant, gab es gegenseitige Hilfe in Zeitschriften, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg? Ich war ja seit 1989 Mitglied des Europäischen Parlaments und ich wollte auch in die osteuropäischen Staaten gehen und wollte mich da möglichst schnell mit den Atomproblemen vertraut zu machen. Ich bin also in einer Delegation in die UdSSR gereist. Die meisten fanden das langweilig. Die meisten Abgeordneten wollten lieber nach Taj Mahal reisen. Ich bin aber in die UdSSR gereist. Ich wollte nach Kasachstan. Ich wollte nach Tschernobyl. Und ich bin dort auch tatsächlich hingereist. Aber das war eben wirklich nur möglich. Das war wirklich erst möglich im Jahr 1991. Das heißt, es gab da schon den politischen Wandel in der Sowjetunion zwischen 1990 und 1991 und dann war das erst möglich. Aber ich denke, dass ein weiter Teil von Westeuropa weder wissenschaftlich noch politisch noch innerhalb der EU auf den Fall der Mauer vorbereitet war. Das heißt, man brauchte dort Zeit, um zu verstehen, dass man jetzt Verbindungen herstellen musste nach Bulgarien, in die Ukraine und so weiter. Das heißt, es wäre schön, wenn Sie in Ihre Fragestellung bei Ihren Studien sich auch einmal ansehen würden, ob vielleicht die Verbindungen in die EU und in westliche Gesellschaften nicht stark genug waren und ob man im Westen vielleicht nicht schnell genug reagiert hat. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und sprechen über das Thema, aber bei den Grünen und der Böll-Stiftung gab es im Dezember 89, selbst im Dezember 91 noch nicht die nötigen Strukturen und Informationen, als ich dann nach Kasachstan reichte. Das heißt, man konnte damals auch bei den Grünen und der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Deutschland auch keine solche Debatte führen und Verbindungen nach Osteuropa aufbauen. Und deswegen möchte ich mich in gewisser Weise auch bei Ihnen auf dem Podium entschuldigen, weil wir Sie ja nicht unterstützt haben, weil wir nicht bei Ihnen waren. Wenn wir also fragen, warum in Ihren Ländern die Entwicklungen nicht immer so erfolgreich verlaufen waren, dann muss man dazu unter anderem auch sagen, dass die Trennungen selbst nach dem Fall der Mauer immer noch erhalten blieben. Und das heißt also, Sie haben ja auch über die Politik von Gorbatschow und seine Reformen gesprochen, aber es kam dann natürlich früher oder später auch Chaos auf, ethnische Konflikte und so weiter. Dann zum Thema Ökonationalismus. Ich freue mich sehr, dass dieser Terminus hier verwendet wird. Denn ganz am Anfang, als wir die Grüne Partei gegründet haben, hatten wir auch konservative Elemente. Das wird oft vergessen. In den ersten Wochen und Monaten der Grünen hatten wir eine Mischung aus Linken und Feministinnen und auch Liberalen und auch sehr konservativen Strömungen. Sowohl was die politischen Ansichten betrifft, als auch was die Ansichten in puncto Familie, Heimat, Wald und so weiter betrifft. Und eine weitere Realität: Menschen wie Rudolf Barrow, selbst Menschen wie Rudi Dutschke und auch Vertreter
einer Gruppe, die sich für die Atomabrüstung in Europa eingesetzt hat und das Ganze verbunden hat mit den Rechten für die Menschen in Osteuropa, die hatten natürlich auch ein solches Verständnis. Sie haben vielleicht nicht in totalitären Regimes wie den ihren gelebt, aber sie haben eben trotzdem gesehen, dass Atomwaffen entstanden sind, dass die Atomtechnik weiter aufgebaut wurde, in einer Zeit, in der die beiden Großmächte der Welt einander gegenüberstanden in einer Konfrontation, die auch zu einem auf Europa begrenzten Atomkrieg hätte führen können. Und deswegen gab es diesen Sinn dafür, dass man sich gefragt hat, sollte Deutschland der Schauplatz sein für einen Atomkrieg zwischen den Supermächten? Das heißt also, es gab auch damals in Deutschland auf friedliche Weise nationale Elemente in der Debatte, auch wenn die nicht mehr rückblickend groß diskutiert werden. Aber die gab es damals, das weiß ich. Ja, das war ja in gewisser Weise ein Plädoyer. Sie haben dafür plädiert, das Ganze in einen weiteren Kontext zu setzen. Und ich denke mal, das muss man auch hervorheben. Ich denke, vieles an nationalen Forschungsarbeiten im Bereich der Atomenergie in den 70er Jahren, die letztlich dann der Atomenergie auch einen großen Boost verliehen haben. Viele dieser Forschungen wurden aufgrund der Ölkrise stattgefunden. Es gibt die IASA, das Internationale Institut für Fortgeschrittene Studien. Das wurde 1972 von, ich glaube, 20 Staaten ins Leben gerufen. Und auch dieses Institut hat letztlich an so Atomforschung teilgenommen. Und zwar wirklich auch als Reaktion auf die Ölkrise. Das heißt also, ja, es gibt natürlich diese grenzüberschreitende internationale Dimension auch im Bereich der physikalischen Forschung. Und das schon lange vor Tschernobyl. Das eben gerade von Frau Quistorf war ja eher ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob Sie darauf reagieren möchten. Man kann ja auch auf einen Kommentar antworten, wenn Sie das gerne möchten, auf dem Podium. Wenn nicht, dann denke ich, es gibt noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Ja, sagt Eva Quistorf, meine Frage war, haben Sie sich nach 1989 alleingelassen gefühlt? Ja, im Jahr 1992 ist Cousteau über ein Atomkraftwerk in unserem Land geflogen und hat auf die Weise die gesamte bulgarische Bevölkerung aufgebracht. Oder hat der Gesellschaft damit aber auch gleichzeitig gezeigt, jeder darf so etwas, man darf so etwas machen. Das war 2 Jahre nach dem Aufkommen der grünen Bewegung. Und das ist auch etwas Transnationales. Cousteau über dem Atomkraftwerk in Bulgarien. Das ist also auch etwas, was Menschen aus dem Westen in unserem Land veranstaltet haben. Astrid, da gibt es noch eine weitere Frage. Ja, meine Damen, ich weiß gar nicht. Thank you for your presentation. Vielen Dank für Ihre Vorträge. Ich genoss sie sehr. Alle drei haben mir sehr gefallen. Ich habe eine Frage an Iwailo und eine an Tetiana. In Ihrem Vortrag sprachen Sie von den 1970er Jahren. Sie fingen an mit der Wissenschaftsakademie und Umweltbehörden. In meinem Kopf habe ich das mit der Situation der DDR verglichen, denn Sie sprachen ja von diesem Waldschutzgesetz von 1984. Sie hatten seit 1945, damals hieß das nicht DDR, es war die SPZ. Seit 1945 hatten Sie dieses Thema auch eingeschlossen. Nach den 1970er Jahren oder 80er Jahren wurden diese Umweltgesichtspunkte, nicht so sehr die Naturschutzgesichtspunkte einbezogen. Ich wollte das mal fragen in Bezug auf Bulgarien. Gab es da eine Naturschutzbewegung, eine Umweltbewegung vor den 70er Jahren, was Tetiana angeht? Sie sagten in Ihrer Darstellung, nachdem sich die Umweltbewegung gebildet habe, wurden 4 Kernkraftwerke im Bau eingestellt oder wurden nicht gebaut. Das ist ein Riesenfortschritt, wenn wir uns an das erinnern, was Lutz Metz sagte. Er sagte, das sei nur bei Wühl gelungen, ein AKW wirklich zu verhindern. Eva hat dann gesagt, man könnte Kalkare auch einbeziehen. Aber 4 Reaktoren, die verhindert wurden, das ist doch enorm. Hat das mit der Perestroika und der Politik Michail Gorbatschows zu tun?
Darf ich eine Frage an Barbara richten? Barbara sprach über ihre Studien zum Transnationalismus, also grenzüberschreitende Phänomene. Das ist ein grenzüberschreitendes Phänomen, obwohl wir sehen, wie stark national geprägt letztlich die Umweltbewegung ist. Und ich glaube jedoch, und dabei beschränke ich mich nicht auf Osteuropa, also Umweltbewegung mit Menschenrechtsbewegung. In Australien habe ich das wiederholt gesehen. Es ist immer verbunden mit den indigenen Bevölkerungsgruppen. Also die Verbindung von Naturschutz und auch Selbstbestimmungsfragen. Das ist also nicht nur auf autoritäre Herrschaften beschränkt. Nun darf ich kurz darauf antworten. Vor den 70er Jahren, ja, es gab sehr viele Menschen natürlich, die sich aktiv für den Naturschutz einsetzten. Das war aber durch die Partei organisiert. Sie waren keine unabhängigen Bewegungen, die frei aufgetreten wären und dann bestimmte Probleme zu lösen versucht hätten. Nein, die Probleme wurden von oben herab gelöst. In diesem Sinne konnte ich eigentlich nicht von einer echten Naturschutzbewegung sprechen. Sie wurden immer durch den Apparat unterdrückt oder gesteuert. Wir sollten vielleicht mehr über diesen Verwaltungsapparat sprechen. Aber es war sehr unterdrückerisch. Ja, sie wollten einen Teil der Natur bewahren, aber niemand durfte auch nur ein Wort über diese Industrieanlagen sagen. Was die Ukraine angeht, ja, bis 1990 war das Schließen solcher Kernkraftwerke und solcher Blöcke wirklich ein Erfolg. Nach Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1991 hat sich die Situation vollständig gewandelt. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage wurde 1993 das Moratorium zum Bau von Atomkraftwerken zurückgezogen. Man begann, die alten Blöcke wieder aufzubauen, auszubauen und auch neue AKW-Blöcke zu bauen. Jetzt ist es mehr als 50% des Stroms, der durch AKWs erzeugt wird. Und im Jahr 2010 wurden zwei neue Kernkraftwerke, die hatten ihre Nutzungsdauer eigentlich erreicht und deren Nutzungsdauer wurde um 10 Jahre verlängert. Zur selben Zeit, als Bulgarien und Polen strukturelle Wirtschaftsreformen durchführten, hat die Ukraine das damals nicht gemacht. All das geschah im Zusammenhang des Ausbaus und der Erweiterung der Atomkraftwerke. Das war einfach leichter und der bequemere Weg. Noch eine Frage dort. Vielen Dank. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für weitere Fragen. Vielen Dank für Ihre Vorträge. Ich möchte noch einmal Plädoyer dafür erheben, nicht Ökonationalismus zu verwenden. Ich möchte eher sagen, ich glaube, das nimmt das eigentliche Interesse an der Umweltfrage weg. Sowjetunion, Armenien, Ukraine. Wir wissen, in Armenien gab es eine Umweltschutzaktivisten in den 70er, in den 60er Jahren. Sie gingen in die Schulen hinein, in die Obschtschewo hinein und die lehrten den Schutz der Umwelt. Ich würde sagen, der Ökonationalismus als Begriff ist irreführend. Es gab nämlich tatsächlich eine genuine solche Umweltbewegung in der Sowjetunion. Tja, da haben Sie recht. Aber diese lokalen Gruppen, diese Umweltgruppen oder Naturschutzgruppen, sie arbeiteten nicht nur in Armenien, sondern auch in der Russischen Föderation oder anderen Republiken der Sowjetunion. Da gab es die Bewegungen der Bejina, das
eine kleine Völkergruppe, die für den Schutz ihrer Umwelt stritten. In diesem Falle aber ist das hochinteressant, die Verbindung zwischen dem Mainstream der Nagorno-Karabach-Konflikte und Problemen des Umweltschutzes zu analysieren, insbesondere die Anti-AKW-Bewegung gegenüber einigen Atomkraftwerken. Was die Ukraine angeht, nun, wir hatten in den sowjetischen Republiken dieselben Probleme und Organisationen, Georgien und die Gesellschaft zum Naturschutz. Ich betrachte die aber als Fassadenorganisationen. Sie hatten keinen echten Einfluss. Und sie waren auch gar nicht bedacht auf echten Naturschutz. Sie wurden durch die Kommunistische Partei geführt. Deswegen betrachte ich sie nicht als echte Umweltschutzorganisationen. Ja, ich greife auf das zurück, was gerade gesagt wurde. Es könnte hier vielleicht einen schlechten Unterton geben. Ja, da könnte eine Art normative Mitbedeutung mitschwingen, als ob ein Ökonationalismus eine Art Nationalismus in ökologischem Gewand sei. Ich bin übrigens nicht vertraut mit der Fachliteratur zu dem Thema. Es gab auch sozusagen den Ökonationalismus in Russland, eine Art. Oder ist das etwas, was es nur in den Republiken gab, die sich dann von dem russischen Herzland der Sowjetunion lossagten? Ist das ein Begriff, der wirklich allgemein verwendbar ist für antisowjetische Bewegungen? Oder ist es etwas, auf die nicht-russischen Nationen zutrifft? Das gilt natürlich dann ebenso auch für die DDR und andere mittel- und osteuropäische Länder, wo die Chance bestand, dieses Ökothema sich zunutze zu machen, um dann eine wichtige und auch höchst legitime Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, wo die Gefahr der sofortigen Unterdrückung viel geringer war. Also im Sinne einer Art Öffnung dieses Themas für jeden und jede, die Interesse daran hatten, für die Befreiung von der Sowjetunion, wo auch immer in Osteuropa zu kämpfen. Meine Frage ist also, ist Ökonationalismus etwas, was nur die Bösen machten? Die sich lossagen wollten von der Sowjetunion, von Russland lossagen wollten, oder galt das auch für Russland selbst? Nun, in der Zeit nach Tschernobyl und vor der Auflösung der Sowjetunion gab es eine Protestbewegung in der Autonomen Republik Tatarstan, die innerhalb der Russischen Föderation bestand. Das war eine Anti-AKW-Bewegung. Es sollten in Tatarstan Atomkraftwerke gebaut werden. Wir können natürlich über eine stillschweigende oder versteckten Ökonationalismus in Russland sprechen. Und zwar bereits in den 1960er, 70er Jahren, die sogenannte Derwinschiki-Schriftsteller in Russland, also bekannte Rasputin oder Salegin. Diese Menschen verteidigten die sibirischen Flüsse oder den Baikalsee gegen industrielle Aktivitäten und Verschmutzung. Zugleich aber waren diese Menschen Protagonisten der russischen traditionellen Werte, also das ländlich-sittliche Leben. In anderen Worten, diese nationalen Bestrebungen spielten bei dieser Schriftstellergruppe und Philosophengruppe eine gewisse Rolle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich eine Massenbewegung gewesen wäre.
Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen. So glaube ich, ist der Moment gekommen, dieses sehr inspirierende Panel zu schließen mit den drei schönen Vorträgen und einem sehr schönen Kommentar. Bitte danken Sie dem Podium mit einem Applaus und danke Ihnen für Ihre Fragen.